So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Imperial Settlers Nachbarschaftshilfe. So eine kleine Erweiterung, die einfach noch ein paar mehr neue Karten reinbringt. Wir haben kein neues Volk, wir haben so ein paar kleine neue Mechaniken, eine Erweiterung für die Solospiel-Variante und wir gucken uns das jetzt einfach alles mal im Detail an. So, Imperial Settlers ist ja ein 1A-Solospiel und hiermit bekommt das Solospiel jetzt noch ein bisschen mehr Würze. Man zieht vor Spielbeginn entweder zufällig eine Karte oder sucht sich eine Karte aus, gegen wen man spielen möchte, gegen die Barbaren oder gegen die Römer. Und je nachdem, welche Karte man dann wählt, werden eben die Regeln fürs Solospiel verändert. Und zwar bei den Barbaren, da greift der neutrale Spieler dreimal an statt zweimal. Also da wird deutlich mehr Verwüste bei ihm selbst. Und bei den Römern schließlich, da zieht man in der Kartenphase 5 statt 4 allgemeine Karten. Also erhält der Römer, also der neutrale Spieler, 3 Karten in seiner Auslage. Das simuliert natürlich so ein bisschen den Charakter der Decks, gegen die man spielt. Ne? Die hier machen viel kaputt, die hier haben viele Gebäude auszulegen. Und dadurch wird das Solospiel eben noch interessanter. In zukünftigen Erweiterungen werden noch mehr von diesen Karten beiliegen. Also es gibt ja mittlerweile schon 4, 5 Völker. Ein neues ja noch auf Englisch. Das kommt dann wahrscheinlich auch, ich glaube dieses Jahr soll es noch auf Deutsch kommen. Und da wird es dann auch nach und nach zu allen so eine Karte geben. Vielleicht auch noch Varianten von diesen Karten. Das muss man abwarten. Aber für alle, die Imperial Settlers Solo spielen, auf jeden Fall eine tolle Sache. Die restlichen Karten passen jeweils zu den entsprechenden Völkern. Die mischt man dann einfach rein und spielt dann ganz normal mit denen. Es gibt da so ein paar Neuerungen. Zum Beispiel einmal den Vulkan, so eine Sofortkarte. Ne, wirft diese Karte ab, um entweder ein allgemeines Haus oder ein Völkerhaus, also Gebäude, bei deinen Mitspielern ganz aus dem Spiel zu nehmen. Letzteres kostet zusätzlich 2 Siegpunkte. Ich persönlich finde diese Karte irgendwie ein bisschen, ja, passt sonst überhaupt nicht ins restliche Spielkonzept und ja, kann man reinnehmen, muss man aber nicht. Ich habe die bei uns aus den Partien rausgelassen. Das ist aber auch schon das Einzige, was mir in dieser Erweiterung nicht so wirklich gefällt. Aber man kann natürlich sagen, okay, ein zufälliges Ereignis kann man nehmen oder auch nicht. Die zieht man quasi vom Stapel oben und spielt die dann sofort aus. So, und dann gibt es noch als neue Art die offene Produktion. Die hat auch immer dieses Symbol hier oben drauf, die Karten, weil das für die Mitspieler relevant ist. So kommt noch ein bisschen mehr Interaktion ins Spiel. Und zwar produzieren die Gebäude ganz normal, sobald ich sie baue, ein Schwert für mich. Und auch in jeder späteren Produktionsphase bekomme ich dann die Schwerter. Aber meine Mitspieler können die Dinge auch benutzen. Dann stellen sie dort einen ihrer Arbeiter drauf und bekommen dann ein Schwert. Und ich bekomme dafür einen Arbeiter aus dem Vorrat quasi. Und das kann man maximal zweimal machen. Danach sind die Gebäude voll und können diese Runde nicht mehr benutzt werden, werden dann aber am Ende abgeräumt und das gibt es eben in verschiedenen Varianten, auch noch für Nahrung, wo man auch eine Bauprämie bekommt, für einen Holzmarkt, wo es Holz gibt, Stein und so weiter. Und dann gibt es noch solche Karten, die sind kombiniert, Produktion und Fähigkeit, die kommen dann mit zu den Produktionsorten, sprich die produzieren die Waren, die darauf angegeben sind, aber als Fähigkeit kann man hier eben noch beliebig viel Holz lagern, das heißt alles Holz, das ich nicht verbrauche, kann ich da drauflegen, das nehme ich dann mit in die nächste Runde, sobald ich in der nächsten Runde meine Waren und meine Ressourcen bekommen habe, schiebe ich das wieder von der Karte runter in den allgemeinen Vorrat und kann aber nächste Runde wieder Holz darauf lagern. Das gibt es eben auch noch in verschiedensten Varianten, auch wieder für im Prinzip alle Rohstoffe. Und dann gibt es noch so ein paar normale Karten, die einfach immer irgendwelche normalen Aktionen haben und auch noch neue Ruinen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Barbarenkarten anguckt, die ja, sind im Prinzip größtenteils einfach neue zusätzliche Karten. Also die verändern jetzt nicht großartig irgendwas am Spiel. Aber auch hier haben wir zum Beispiel sowas mit einer offenen Produktion. Ich bekomme eine Bauprämie, ich bekomme immer ein Holz. Und wenn meine Mitspieler das benutzen, bekommen die halt Holz und ich bekomme dafür Arbeiter. Das ist natürlich ganz gut. Und ja, hier auch so eine kombinierte Karte, Produktion und Fähigkeit. Ne? Die Elite, die gibt es dann noch zweimal. Und das sieht dann eben bei den anderen Völkern ähnlich aus. Ich werde dir jetzt nicht alle der Reihe nach vorstellen. Ihr könnt, glaube ich, zwischendurch, ich hoffe, die Qualität ist gut genug, dass ihr auf Pause drücken könnt, wenn ihr euch irgendeine Karte genauer angucken wollt und lesen könnt, was darauf steht. Aber vom Grundprinzip her macht diese Erweiterung das Spiel noch ein bisschen variantenreicher, ermöglicht vielleicht noch neue Strategien, die man sich überlegen kann. Und bringt einfach noch ein bisschen mehr Würze rein. Man kann sich auch eigene Völkerdecks zusammenstellen. Wenn man eigene Völkerdecks zusammenstellt, dann muss man 30 Karten aus den verfügbaren Völkerkarten des Volkes jeweils wählen und muss dann 3 Karten nehmen, von denen es 3 Exemplare gibt, 6 Karten, von denen es hier 2 Exemplare gibt und 9 Karten, von denen es jeweils nur ein Exemplar gibt. Und wenn man das dann variieren möchte, wenn man zum Beispiel irgendeine Karte, von der es 3 Exemplare gibt, ersetzen möchte durch was anderes, muss man alle 3 Exemplare dieser Karte aus dem Deck nehmen und durch eine andere mit 3 Karten ersetzen. Und das war es eigentlich auch schon. Also wenn ihr Imperial Settlers total liebt und mögt und es vielleicht auch gerne habt, wenn es ein bisschen interaktiver ist, als nur mit dem Orte vom Gegner zerstören,
Dann, ich glaube, die habe ich schon gezeigt, aber ich zeige sie nochmal. Dann ist das auf jeden Fall was Nettes, Schnuckliges. Das ist auch die friedvolle, interaktive Variante. Also es gibt ja auch in der Regel die Variante, dass man halt friedlich zusammenspielt. Und da kann man dann aber auch diese Variante hier reinnehmen, weil das ist ja schon sehr schnucklig. Da kriegt man selbst was. Der Gegner kriegt was dafür, dass man die Orte mit benutzt. Also alles in allem eine kleine süße Erweiterung, die nicht wirklich teuer ist, die das Spiel nicht groß verändert, aber ein bisschen bereichert. Und ja, man braucht die jetzt nicht zwingend, also gerade so, wenn man noch am Anfang von Imperial Settler steht, aber wenn man dann schon jedes Volk so oft gespielt hat, dass man da noch ein bisschen mehr Variation haben möchte, einfach noch mehr beim Spiel sehen möchte, dann ist das ein nettes kleines Ding, das man sich einfach noch dazu kaufen kann und das einfach noch mehr Vorfreude macht auf die erste große Erweiterung mit einem komplett neuen Volk. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr noch, ich habe da sowas auf der Messe munkeln gehört, aber vielleicht auch erst nächstes Jahr, auf jeden Fall in absehbarer Zeit. Und bis dahin gibt es ja noch bei diesem Spiel mehr als genug zu entdecken. Das war's von mir, ich sage bis bald und tschüss. Thank you.